Hallo zusammen und willkommen zur Deutschnachhilfe im Netz. In diesem Video geht es jetzt nicht um Shakespeare, sondern um die Frage, welches Hilfsverb man benutzen soll, muss, kann, soll, wenn es darum geht, Zeiten zu bilden. Und zwar gibt es im Deutschen drei Zeiten, die mit den Hilfsverben haben oder sein gebildet werden. Da haben wir nämlich einmal das Perfekt, das Plusquamperfekt, ich kürze es mal ab mit PQP, und das Futur 2. Diese drei Zeiten werden alle mit den Hilfsverben haben oder sein gebildet. Wie weiß ich denn jetzt, welches Hilfsverb ich benutzen soll? Da gibt es einige Hilfestellungen. Und zwar kann man sagen, dass man sein mit dem Hilfsverb bei intransitiven Verben benutzt. Wenn ihr nicht wisst, was intransitive Verben sind, könnt ihr euch durch meine Videos klicken. Da gibt es ein Video zu, wo ich das nochmal genauer erkläre. Wichtig ist auch, dass also sein wird benutzt bei intransitiven Verben, ja, und wenn diese Verbkonstruktion eine Veränderung ausdrückt, also einen Prozess ausdrückt. Zum Beispiel, die Blumen sind verblüht, ist eine Veränderung. Oder die Rakete ist gestartet. Ist auch eine Veränderung, weil einmal ist sie da und einmal ist sie nicht mehr da, die Rakete. Oder das Auto ist kaputt. Ist auch eine Veränderung. Aber das ist ein blödes Beispiel, weil es sich da nicht um die Zeiten ist kaputt gegangen, kann man sagen. Da habe ich auch eine Veränderung. Also benutze ich das Hilfsverb sein. Dazu kommt, benutzt man sein aber auch noch bei zusammengesetzten Zeitformen, wenn ich sein und bleiben zusammen habe. Also so, ich bin lange nicht mehr zu Hause gewesen, habe ich sein und bleiben zusammen. Oder meine Haare sind trotz Regen trocken geblieben, habe ich auch sein und bleiben zusammen. Da weiß ich immer, wenn ich bleiben mit drin habe, muss ich das Hilfsverb sein benutzen, wenn es um die Zeiten Perfekt, Plusquamperfekt und Futur geht. Wann benutze ich jetzt haben? Das ist super easy, weil nämlich alle anderen Sachen, die nicht hier drunter fallen, mit haben gebildet werden. Man muss sich also nur merken, dass ich sein immer haben benutzen, außer ich habe ein intransitives Verb. Es geht um eine Veränderung. In den Zeiten, also wenn ich was eine Veränderung ausdrucken möchte, oder ich habe eine Konstruktion, wo ich bleiben drin vorhabe. Diese drei Sachen merke ich mir, da benutze ich sein, bei allen anderen Sachen kommt haben.